get through to you. It's like being caught in a traffic jam. Wir sind jetzt in Zürich im 571 Recording Studio und es geht los. Wir sind Basic Tracker. Ich freue mich extrem. Endlich, nach dieser langen Zeit im Songwriting, jetzt geht's los. Jetzt sind wir hier das neue Album aufnehmen mit einer richtigen Basic Tracking Session. Das heisst, wir haben zuerst Schlagzeug und dann Gitarre und dann den Bass aufgenommen, sondern wir sind zusammen in einem Raum und es wird dann alles miteinander aufgenommen. Wir haben 3 Songs am Tag, die wir reinbringen müssen. Und das ist relativ viel, aber ich bin guten Mutes. Es kommt gut. Die Basic Tracking Session die geht 5 Tage. Dann sind wir einen Tag noch am Piano, Keyboard Overdubs machen. Das sind eben, wenn man noch zusätzliche Gitarren dazu aufnimmt, die kann ja logischerweise nicht gleichzeitig spielen, wenn zum Beispiel die elektrische Gitarre schon aufgenommen ist und man will nur eine akustische drauf machen. Nachdem wir jetzt die Basic Session zusammen recorded, ist das, dass man plötzlich gemerkt, was vielleicht im Songwriting funktioniert hat. Plötzlich gemerkt, okay, jetzt, wenn wir das so umsetzen, muss da der Refrain doppelt so lang ist. Und man kommt das Gefühl dafür über, weil der Song, wieso? Das ist wie so ein Blümchen, das wächst im Studio. Ja, es ist einfach noch unglaublich lieber Menschen noch zum Zusammenarbeiten. Und es ist eine riesen Freude, wieder rumzublödeln und Ideen spinnen und aus diesen Ideen das Beste daraus zu machen. Also wir werden nachher dislozieren ins Department of Noise Studio. Dort werden wir einfach den Mikro mit dem Feinschliff machen. Wir sind jetzt hier im Department of Noise. Das ist das Studio von Philipp Schweidler. Man arbeitet vor allem am Ausdruck, dass der Ausdruck zum Song passt. Und das sind manchmal ganz, ganz feine Nuancen. Für das haben wir nicht so Zeit gehabt jetzt während der Basic Session, weil wir dort natürlich eigentlich alles von Grund auf erarbeitet haben. Und dann hat man nicht noch Zeit gehabt, auch noch der Stimme den richtigen, absolut richtigen Flair zu geben. Ich bin sehr happy. Ich finde, es hat eine richtige Vibe bekommen. Ich freue mich sehr darauf, die Songs live zu spielen. Es wird sehr abgehen. Es ist wirklich sehr cool.